Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Im letzten Part haben wir einen Zug verhindert. Ah, 2 von 4, okay, 2 Stück noch. Im letzten Part haben wir verhindert, dass ein Zug voller Unschuldiger in die Luft fliegt und die Templer ein bisschen daran gehindert, überhaupt in London an Land zu gehen, als sie mit ihrem Boot über die Themse da geschippert sind. Und mal schauen, was die Queen jetzt von uns möchte. 2 Aufträge hat sie noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, schauen wir einfach mal, was sie möchte. Sieht aus, als wäre sie im Garten. Aber hier komme ich nirgendwo durch. Die haben die Terrassentür zugemacht. Ah, naja, gehen wir oben rüber. Ist die Tür verschlossen, nimmst du halt das Dach. Servus. Ich hab nicht R gedrückt. Na gut, wo ist sie denn? Da liegt noch ein Brief, den holen wir uns mal schnell, bevor wir zu ihm gehen. Okay, ist also keine Schatzkiste hier, wo ein Schlüssel drin ist, ne. Na gut. Unser viel betrauerter Gatte liebte diese Gärten. Er nannte sie einzig sicherer Hafen inmitten der rauen Wirklichkeit dieser Welt. Wir vermissen ihn sehr. Aber vergessen Sie das schnell wieder. Zum Geschäft. Mr. Fleming hat vom inhaftierten Templer erfahren, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Doch bevor wir mehr erfahren konnten, entkam er dem Gewahrsam. Man nimmt an, dass er sich in Westminster versteckt. Fangen Sie ihn wieder ein, um das Verhör fortzusetzen. Er wird nicht lange frei sein, Ma'am. Das verspreche ich. Gut. Schauen, wo er ist. Okay, er ist unterwegs. Das ist Mist. Ah. Ein bisschen Bewegung hier. Hopp. Er ist in der Kutsche. Er ist 100%ig in einer der Kutschen. Bestimmt schon bald mit deinen Mitverschwörern treffen. What are you doing?
Okay. Am 10. Januar 1863 wurde die weltweit erste Untergrundbahn eröffnet. Tja, das war wohl nichts. Also nochmal das Ganze. Mit deinen Mitverschwörern treffen. Wir sollen ihn verfolgen. Ganz genau. Wir haben einen Baum in der Kutsche. Weg ist er. Langsam. Sehr witzig. Okay, nicht so dicht auffahren. Also wirklich. Etwa 75.000 vor Christus. Juno, Jupiter und Minerva können eine ganze Sonneneruption nicht davon abbringen. Das haben wir irgendwo auch schon mal gehört. Deinen Mitverschwörern treffen. Nein, weil diesmal ein bisschen zurück. Langsamer. Du hast recht. Bring das Zeug zum Unterschlupf und warte auf mein Signal. Ja, Sir. Hier sind zu viele Unschuldige. Ich bringe erstmal den Sprengstoff weg, dann setze ich die Jagd fort. Oh, Mädchen. Kutsche entführen. Sie soll bluten und verschwinden. Der Templanführer ist tot. Der war doch gar nicht mehr. Laut Karte war der gar nicht mehr da, oder habe ich mich jetzt verguckt? Gibt's doch gar nicht. Gut, dann schnappen wir uns die Kutsche und hauen ab. Schmeißen wir eine Rauchbombe rein, nehmen die Kutsche und weg sind wir. Machen wir es so.
Mal schauen, ob das funktioniert. Hier sind zu viele Unschuldige. Ich bringe erstmal den Sprengstoff weg, dann setze ich die Jagd fort. Wenn wir schon kein Gebäude hochjagen können, dann sprengen wir eben stattdessen Assassinen in die Luft. Weiter so. Mal los! Komm schon! Mal los! Ja! Schneller! Schauen wir mal, ob wir das schaffen hier. Gutes Mädchen. Mit eng. Schneller! Oh. Komm schon, lauf! Ja. Komm schon! Wo will ich überhaupt damit hin? Macht Platz! Hallo! Ja. Was wollen die denn jetzt? Das war knapp. Ich muss diesen neuen Templern das Handwerk legen. Und zwar schnell. Runter da! Huiuiui. Ja, yeah. Meine Güte. Wir haben es innerhalb von 8 Sekunden geschafft. Sehr gut. Und noch einmal darüber. Puh. Na, das war doch mal was. Wäre fast schief gegangen. Und naja. Mal schauen, was er als letztes noch hat. Wahrscheinlich müssen wir jetzt den Templer wiederbringen. Wiederfinden oder sowas. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dass das jetzt noch ansteht. Ist wieder oben, okay. Hier geht's hoch. Sie wird gerade fotografiert. Die übrigen Neuankömmlinge starten einen letzten verzweifelten Versuch. Sie sind in das Parlament eingedrungen und wollen dort den ganzen Sprengstoff einsetzen, den sie noch haben. Bitte suchen Sie Mr. Fleming auf, um die Geschichte ein für alle Mal zu beenden. Sind schon weg. Okay, wir können nicht einfach herunterspringen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, hier ist... Schauen wir mal, wo Mr. Fleming ist und dann...
Nehmen wir die Kutsche. So. Lauf. Dass die Kutschen einfach so da rumstehen, dass die Pferde einfach wegrennen. Weiter! Ganz genau! Ganz ruhig! Da sollen wir rein. Ich geh erstmal oben drauf. Aber ich glaube, wir müssen wohl nach unten. Ziele innerhalb des Palastes. Alle bewaffnet und gefährlich. Und was das Schlimmste ist, der Premierminister wird vermisst. Sie müssen sich um die Templer kümmern. Ziel 1 ist in einem Korridor in der Nähe, umgeben von Zivilisten, und er trägt Sprengstoff an seinem Körper. Sie müssen ihn unbedingt überraschen. Sobald er sie sieht, sprengt er seine Bombe. In der Zwischenzeit suche ich nach dem Premierminister. Okay. That is no behavior. 101, no one's taking you to the medical college yet. Ein Templer sich, aber kein Umsteher. Okay. Gut gemacht. Aber hier sind noch mehr Attentäter. Sie müssen verschwinden. Und zwar schnell und lautlos. Wenn wir stehen, sind wir doch unsichtbar. Wie konnte der uns dann bitte sehen? Ah, Mann. Blöder Templer. Dich kriegen wir. Du, die Rache wird unsere sein. Oh, wer ist das? Die Rache ist mein nur so, ne? Na gut. Nochmal. Aber hier sind noch mehr Attentäter. Sie müssen verschwinden. Und zwar schnell und lautlos. Der ist weg. She's hiding. Why is she hiding? She seems occupied. You should alert the police, no? So. Der ist auch weg. Den hatte ich gar nicht auf der Karte als... Okay, wie kommen wir zu denen? Also vielleicht hier von innen.
bitte. Den Typ hier gerade, der war irgendwie nicht auf der Karte drauf. Von da hinten hier. What is that strange lady doing? Der stand neben mir, den hätte ich gar nicht treffen können. Und tschüss. Hat doch geklappt. Perfekt. Den einen, also dass wir den einen getroffen haben, das ist doch ein Witz. Ich werde sie gleich befreien. Kein Schritt weiter, verstanden? Es ist aus. Siehst du es nicht? Die Houses of Parliament werden Punkt 12 explodieren. Und weder du noch sonst irgendjemand kann das jetzt noch aufhalten. Die Houses of Parliament werden eingeäschert. In nur einer Sekunde werden Jahrhunderte der Geschichte... Alter! Finden Sie die Bomben, bevor sie hochgehen! Das war... Das war knapp. Verdammt, das müsste noch eine Info sein. Komm schon. Oh, jetzt ist wieder ein Raum, Mann. Lass mich mal durch hier. Da. Rein. Da hinten. Die letzte ist oben auf dem Turm. Da müssen wir jetzt hin. Oh, komm schon. Nicht rund. Das wird nichts. Das im Turm, ne? Haben wir's? Oder haben wir's nicht? Nein. Die hätten gar nicht explodieren können. Die waren ja schon alle weg.
Okay, die letzte ist... Ich glaube, die ist ganz oben auf dem Turm. Naja. Also, auf ein neues. Neuer Versuch. Komm schon. Finden Sie die Bomben, bevor sie hochgehen. Sehr gut. Kein Grund so zu schreien. Auf dem Turm. Das müssen wir zum Turm wieder. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Minute haben wir noch. Zack. So. Das war interessant. Hoppala, hallo. Vielen Dank, junge Dame. Bitte begleiten Sie mich. Sie und Ihr Bruder wurden gerufen. Aha. Von der Queen. Aber von wem wurden wir gerufen? Natürlich. Vortreten. Sie ehren uns mit Ihrer Loyalität und Courage. Mögen wir das Empire noch lange stärken. Eure Majestät, die Sicherheit unseres Volkes ist unser wichtigstes Anliegen. Aber mit dem größten Respekt. Unser Credo verbietet uns die Mitwirkung an der Ausweitung des Imperiums. Vielleicht, Man, zieht ihr in Betracht, eure imperialistischen Pläne aufzugeben. Wir verstehen und respektieren ihren Standpunkt. Letztendlich sind sie ihrem Credo verpflichtet. Doch erweisen sie uns ein letztes Mal die Ehre und nehmen sie diese Geschenke an. Adieu. Möge Gott sie auf all ihren Wegen beschützen. Na, Gott sei Dank sind wir die schon wieder los. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich die ein bisschen nervig. Ich glaube nicht, dass sie dir nochmal Kuchen anbieten wird. Aha. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, das soll's. Königlicher Umgang. Die Erinnerung bewerte ich noch, hat mir gefallen. So.
Dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Im nächsten Part machen wir hier weiter und ich sage erstmal bis dann. Und ciao.